Was zuerst wie ein schlechter Scherz klingen mag, scheint an einer britischen Universität tatsächlich für voll genommen zu werden. Wie Forscher und Wissenschaftler nun herausgefunden haben, scheint es wirklich gesund zu sein, an den Hintern anderer Menschen zu riechen. Voraussetzung ist, dass sich dort gerade etwas freigesetzt hat. Der geringe Wert an Schwefelwasserstoff, der beim Furzen freigesetzt wird, wirkt tatsächlich wie eine Art Medizin. So sollen Fürze gegen Krebs, einen Schlaganfall, Herzinfarkte und sogar Demenz helfen. Zwar stehen die Untersuchungen noch völlig am Anfang und so richtig vorstellen möchte man sich die durchgeführten Tests auch nicht, aber sollten die Experten wirklich recht behalten, kann sich niemand mehr beschweren, wenn man den Druck nicht mehr zurückhalten kann. Und wenn dir unsere Videos gefallen, kannst du natürlich auch liebend gern auf unserem Zweitkanal Promi News vorbeischauen. Das war's von uns, peace out.